damit wir. Ich komme von der Schause. Hallo, zurück zum Sovi-Stammtisch der halben Stunde für alles Mögliche, was irgendwie sozial ist. Wissenschaftlich, bitteschön. Ach so, wissenschaftlich-sozial, weil sozial wäre ja schon ausreichend, wenn wir uns unterhalten täten. Ja, und sozial ist immer noch konnotiert, ist immer noch assoziiert. immer noch mit. Das fand ich jetzt großartig. Und zwar das Wort konnotiert. Was ja, was man sagen, würde man ja schon sagen, konnotiert ist irgendwie ja. ist ein Fachwort, also ja. Ist nicht allgemein gut. Und dieses Klischee verlangt eigentlich, dass man Probleme hat, denn das Fachwort zu sagen und irgendeinen alltäglichen Begriff dafür benutzt, aber nein, du willst einen anderen. Okay, genau andersrum gelaufen. Naja, also lass mich jetzt in meine intellektuellen Rolle wieder verfallen. Ja. Also, sozial bedeutet ja, nur für uns Soziologen etwas eine bestimmte, hat das nur eine bestimmte Bedeutung, die du jetzt ansprichst, nämlich diese Bezogenheit auf andere. Für den kleinen Mann da draußen, der immer auch, für den sich unser Herr Bourdieu immer auch, Monseigneur, müssen wir sagen, Monsieur Bourdieu, immer auch zuständig fühlte, der kleine Mann da draußen, der versteht unter sozial die Gewerkschaft. Du hast so eine Vortragshaltung. Ja, ich habe mir, du hast auch eine Betonung, dass du immer zwischendurch auch mit der Betonung immer sehr hoch gehst. Das liegt daran, ich habe hier mir eine intellektuelle Meerschaumpfeife gekauft, bestellt. Und wenn ich die in die Hand nehme, dann kommt das automatisch. Dann kommt der gewünschte Habitus durch. Ja. Und damit wirst du in Zukunft leben müssen. Ich muss ja auch hier eine gewisse Rolle einüben. Okay. Dann werde ich mich damit arrangieren, ja, aber. Und damit, ich rauche aber nicht. Deshalb, ja. Bitte, das ist nur. das ist nur. Das, weil das wäre gesundheitsschädlich und das wäre deiner Leistungsfähigkeit abträglich. Genau. Das ist nur der Haltung wegen. Ich versuche, einen Habituswechsel zu vollziehen. Ja, genau, denn wir sind bei Bourdieu, da haben wir letztes Mal aufgehört. Irgendwie. Weil du geschwänzt hast. Weil ich geschwänzt habe. Musste ich dir erklären, was dran kam? Ja, dazu jetzt hätte ich jetzt nur die Frage, zu schwänzen, das ist ja als Tätigkeit, ist es ja nicht das Gleiche, wenn Person A und Person B schwänzen. Bei Person A mag man das denn irgendwie verwerflich finden, so dass man sagt, oh, die ist faul und so weiter. Bei Person B kann das aber durchaus als gut empfunden werden, so, oder beziehungsweise das hat so einen gewissen Coolness-Faktor, ne? Also Schwänzen und Schwänzen ist nicht dasselbe, je nachdem, wer es macht. So. Nee, ich glaube, je nachdem, wer es beurteilt. Also, glaubst du, es hängt an der Beobachterperspektive oder ist da nicht auch etwas in der Person, die es tut, dass diese unterschiedliche Beurteilung auswirkt? Aber warum sollte denn jetzt ein Lehrer zum Beispiel bei dem einen das cool finden und bei dem anderen nicht, wenn der schwänzt? Ja gut, der jetzt als Lehrperson ist man ja irgendwie schon gebunden. Deswegen würde ich die jetzt mal rauslassen. Die sind ja qua Berufswahl daran gebunden, das immer blöd zu finden. Ich weiß, ja, kommt auf die Gruppe an. Bei der Peer Group dann unter Jugendlichen ist das sicher mal cool. Bei den Eltern kommt es halt auch drauf an. Ich denke, das ist ein ganz konstruiert kriminelles Verhalten. Nee, weil ich denke nämlich nur gerade so daran, weil es gab ja auch immer diese Figuren in Filmen, halt diese rebellischen Leute, ne, die dann, die, also bei denen hat das Schwänzen irgendwie. Schulschwänzerfilme, gibt es sowas?
Ja, klar, ich Also, meine. wenn in einem Spielfilm Schulschwänzen als rebellisch dargestellt wird, dann ist das schon sehr, sehr bieder. Dann ist nicht viel Revolutionskraft in diesem Film, würde ich Das dann auf sagen. das aber das auf jeden Fall auch so, aber ich hatte nur so die Vermutung, dass es auch davon abhängt, also dass nämlich zum Beispiel auch so konkretes Handeln, auch wenn es äußerlich komplett identisch ist, so zwei Personen schwänzen den Unterricht, dass es von Von der derselben Person unterschiedlich gewertet wird, nein, meinst du? nein, 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 dass diese beiden Personen unterschiedlich bewertet werden. Von wem? Ach so, du meintest jetzt von der Beobachtung. Ja, genau, dass eine Person diese beiden Fälle dann völlig unterschiedlich be beurteilt. Und ich glaube, ich meine, das kennen wir ja auch aus unserer Alltagserfahrung, dass sowas vorkommt, dass man identisches Vorgehen halt je nach Person anders, also geneigt ist, es anders zu bewerten. Da das kann sein, beim Schulschwänzen weiß ich es nicht. Also ich weiß, der Hartmann hatte, ich weiß das vom Dominik, der bei uns immer mal am Stammtisch sitzt, hat er das schon mal erzählt, weiß nicht, dass von dem Eliteforscher Hartmann, der so eine Geschichte von seinem Sohn erzählt hat, als sein, sonst erzähle ich sie nochmal, hilft ja nichts, weiß nicht, ob wir das schon gesendet haben. Also jemand aus der Klasse seines Sohnes ist eine 4 oder 5 bekommen in irgendeinem Kurzvortrag, hat gelernt, aber reichte irgendwie nicht so. Und sein Sohn hat nicht gelernt, kam dran und hat dann nichts zum Thema gesagt, aber weil die so eine Galerie bei sich im Haus haben und die Mutter Zeit ihres Lebens über diese Bilder spricht, hat er das ganz geschickt, das Gespräch auf die Kunst gelegt und nur das referiert, was seine Mutter ihm immer gesagt hat. Er hat also von dem, was du da, dieser Sozialhabitus, dieses Sozialkapital, die Beziehung zu seinen Eltern, die hat er angeknüpft. In dem Fall wäre es schon Humankapital, was durch Sozialkapital entstanden ist, aber wie auch immer, und hat dadurch eine Eins geschrieben, weil die sagte, die Lehrerin, das ist dermaßen komplex und er konnte so abstrahieren, dass er den Bezug fand zu diesem Thema, zu einem anderen Thema und dann war es gar keine, hat es gar keine Rolle gespielt, dass er die Fakten, die sie eigentlich gefragt hat, nicht referieren konnte. Und Hartmann ist dann hin und hat die ausgeschimpft. Und was ich jetzt damit sagen wollte, sowas Ähnliches müsste ja passieren, dass die Bewertung sagt, dieses Verhalten zeugt von etwas Höherem bei dem Genau. einen und bei dem anderen zeugt es von etwas Niederem. Genau. Also eine Unterstellung müsstest du mit einer Unterstellung, da müssten wir überlegen, wer würde denn sowas tun oder was könnte diese Unterstellung sein? Ja, jetzt bleiben wir bei einem praktischen Beispiel. Bleiben wir zum Beispiel bei irgendeiner Person, die jetzt so eine Seminarstunde geschwänzt hat. Bleiben wir bei mir. Okay. Ja. Also in welche Kategorie würde ich, wie würde man das bei mir jetzt bewerten? Das ist ganz leicht. Ich habe ja mit dem Professor darüber geredet, Ja. über dein Fernbleiben. Genau, und was hat er dazu gesagt? Er war nicht erfreut. Ja. Er war nicht erfreut, weil er dir niedere Gründe unterstellt hat. Nämlich, dass du früh nicht aus dem Bett kommst. Während man beim anderen vielleicht sagt, wo man davon ausgeht, dass der gern lernt und dass er bis spät in die Nacht lernt, davon ausgeht, dass der einen guten Grund haben muss, wenn er fernbleibt. Aber das ist ja, Schwänzen ist ja schon mal eine negative Bewertung, ist ja mehr als wegbleiben. Du sprichst Ja. jetzt wirklich vom Schwänzen, Ja. nämlich entgegen der Pflicht wegzubleiben. Ne? Fällt mir jetzt tatsächlich kein. Ja, aber damit sind wir nämlich ja, das ist ja auch irgendwie, das ist ja so, also weil ich vermute, das hängt, Hausaufgabe das könnte auch für die Hörung. das könnte auch sowas mit so einer Art Habitus irgendwie zusammenhängen, ne? Dass der Habitus nämlich diesen, so eine Art, also den erfährt man bei Personen und der spannt so eine Erwartung über diese Person auf, weil man kennt ja die meisten Personen gar nicht. So, und erfährt dann was über das Verhalten. Und den urteilt man. Okay, ich hab doch ein Beispiel gefunden.
Aber dann, jetzt müssen wir noch mal kurz, bevor ich das sage, sagen, warum wir hier sitzen. Du hast geschwänzt Ich habe geschwänzt. und ich wollte dir das letzte Mal erklären, was dran kam, weil wir besuchen ja das Bourdieu-Seminar. Du hast geschwänzt, ich habe mitgeschrieben, habe es dir erklärt und dann haben wir uns verquasselt und jetzt müssen wir noch die zweite Hälfte nachholen, die ich aufgeschrieben habe, damit du auf dem Stand der Dinge bist Absolut. und nicht durchfällst, obwohl wir machen da ja keine Prüfungen. Ein Beispiel, in der Schule schlafen, jetzt mal vom Weggehen, vom Schwänzen, sondern in der Schule, in der Stunde schlafen. Ein deutscher Lehrer wird das als Affront sehen, wird sagen, was soll das? Wieso schläfst du hier in der Stunde? Gibt's nicht. Wird negativ darauf reagieren. Ein japanischer Lehrer wird positiv darauf reagieren, weil du in Japan, da hast du die Erlaubnis, während der Schule zu schlafen, da weckt dich dann auch kein Lehrer und während eines Meetings, darfst du Geschäftsmeetings, darfst du auch einschlafen, denn die gehen davon aus, also in Deutschland geht man davon aus, wer schläft, ist faul, der will nicht arbeiten. In Japan gehen die davon aus, wer schläft, hat so viel gearbeitet, dass er jetzt so erschöpft ist, dass er jetzt den Respekt verdient, nicht geweckt zu werden. Das ist so was Ähnliches. Durch die kulturelle, das ist aber weniger Habitus, ne? Das ist Das kein ist Habitus, das ist, überhaupt geht nicht mehr vom Habitus. System aus, ne? Genau. Insofern, bitte vergessen, ein völlig falscher Vergleich und in der Prüfung wäre ich jetzt durchgefallen. Es sei denn, ich wäre so ein Stift mit habitual komfortablen Eltern. Dann hätte er gesagt, oh, der kann abstrahieren von der Habitusebene auf Muss die es. Systemebene. Genau, einfach nur die Verbindung noch Ja, schaffen. Wobei einfach. der Habitus ersetzt die Verbindung. Der denkt sich die bewertende Person die selber. Und denkt so, oh, die muss er gemacht haben, weil er ist ja so und so. Ja, aber hier, System Luhmann, wir haben nämlich beim letzten Mal dann, also wo du geschwänzt hast, haben wir verglichen Luhmann und Bourdieu. Wie findest du das? Wir müssen dich nochmal outen, ne? Du bist Luhmannianer? Nee, Wer ist Systemtheoretiker. Luhmann? Kenne ich gar nicht. Wer ist das genau? Jetzt wird es aber didaktisch. Ja, natürlich. Natürlich, ja. Ja. Ja, und was ist rausgekommen? Ich Was muss ist noch was rausgekommen? trinken. Das klingt Nein, nach wenn ich einer nichts was? trinke, Nee, dann knurrt mir der Magen. Das klingt jetzt blöd, wenn ich nicht trinke, knurrt mir der Magen, aber nee, mir ist nur was muss aufgefallen, halt so, was ist rausgekommen, ist auch eine völlig falsche Frage Ach da so, drauf, weil das Ergebnis war dann, was wurde denn gesagt dazu? Das ist ja. Was traurig. ist rausgekommen? Was ist rausgekommen? So und so Die stehen Fakten, Bourdieu und die Luhmann Fakten. zusammen. Genau. Fass mir die Fakten zusammen. Keine Meinung. Ich möchte nichts Spekulatives. Also, beide sind ja recht unverständlich in ihren Arbeiten oder sagen wir so, werden von vielen als unverständliche Autoren genannt, wenn man die nennt. Also. Und wir haben jetzt da die mal verglichen und haben gesagt, okay, Luhmann scheint ja dann doch eher so der Philosoph zu sein, in dem Denken, was Bourdieu hatte, nämlich Philosophie ist die diskursbestimmende, also in Frankreich war es die diskursbestimmende Disziplin, die ihre Theorien macht und praxisfern ist. Und Soziologie sich in den Alltag stürzt und in die Praxis untersucht. Und Luhmann setzt ja Axiome. Er macht ja wenig, also eigentlich gar keine Empirie. Er setzt Axiome. Da könnte ich dich ja fragen, ob du mir erklären willst, welche. Die weiß ich jetzt auch. Ich glaube, Differenz von System, Umwelt irgendwie. Und von da an baut er mit wirklich architektonischer, ingenieursmäßiger Präzision sein Logikgebäude auf. Ja, das kann er machen. Und Bourdieu geht ohne Theorie mit seinen Arbeitsbegriffen, die er noch gar nicht hat, geht er ins Feld und leitet von dort Arbeitsbegriffe ab, ja, aus dem, was er beobachtet. Und das ist dann eher schon soziologisch und das andere haben wir eher als philosophisch einsortiert. Kennst du ein paar Axiome? Sonst sagst du einfach weiter. Ich weiß, du wüsstest jetzt auch nicht, welche Es Axiome. gibt ein großes Axiom in der Systemtheorie, nämlich es gibt Systeme. Okay. Das ist ja, das muss man halt so bestimmt, das ist halt nicht begründet und so weiter. Es ist auch ein anderes ist, dass davon ausgegangen wird, dass halt die Welt, also diese materielle, physische Welt, dass die existiert,
Ja, das ist halt dieses Problem, dass es ja keinen Zugang zu der Welt gibt, sondern die nur über die Sinne vermittelt ist und deswegen auch eigentlich gar nicht da sein könnte und so weiter. Aber es sind halt so Grundannahmen, ne? Also es gibt etwas, das wir Systeme nennen, und es gibt diese physisch-materielle Welt. Genau, und dann geht das weiter Ah ja, naja, und das ist ein außer bei der, gutes wie das, Beispiel. ja. Das ist ein gutes Beispiel, weil Luhmann sagt, es gibt die Systeme und dann seine Logik ist ja, nehme ich mal, anstimmig. So, und Ja, weitestgehend. Monsieur Bourdieu geht ins Feld, beobachtet was, und das, was er beobachtet dort, daraus definiert er den Begriff des Feldes, des sozialen Feldes zum Beispiel. So, wenn man das mal als Pendant zum System Theorie, zum Systembegriff nimmt. Ja, das leitet er aus seiner Beobachtung ab. Und der Prof sagte dann, nannte dann dieses Zitat, das habe ich mir dann auch rausgesucht, mit Luhmann über den Wolken. Luhmann schrieb mal, Moment hier, die Theorieanlage erzwingt eine Darstellung in ungewöhnlicher Abstraktionslage. Der Flug muss über den Wolken stattfinden und es ist mit einer ziemlich geschlossenen Wolkendecke zu rechnen. Und der Prof meinte, Luhmann guckte halt unter den Wolken, ist halt die Empirie, ist die quasi die Welt, die zu beobachten, und über den Wolken ist die Theorie, die Systemtheorie. Und Luhmann guckte immer nur auf dem Boden, mal durch die Wolken durch, wenn es darum ging, zu gucken, ob seine Begriffe noch irgendwie zur Realität passen, zu dem, was beobachtet wird. Während das bei Bourdieu, naja, da ist nichts über den Wolken, da der sitzt gleich auf dem Boden. Ja, und ein Punkt noch zu, warte mal, ich habe mir hier noch ein paar Notizen gemacht. Was können wir hier? Ja. Und bei Bourdieu kommen die unklaren Definitionen halt daher, dass er kein geschlossenes Theoriegebäude baut. Er hat sich auch immer gewehrt. Er hat gesagt, ich bin kein Großsoziologe. Er macht einzelne Beobachtungen und daraus baut er seine Begriffe. Und es ist auch so, dass er sehr viele Co-Autoren hat, wo man nicht mehr genau weiß, wer hat welche Sachen geschrieben. Und deshalb kommt da eine unverständliche Formulierungsweise hervor. Und noch ein Punkt, warum es unverständlich formuliert ist, weil man so formulieren musste im alten Frankreich, um von der philosophischen, die damals den Diskurs beherrschte, Disziplin ernst genommen zu werden. Warum Luhmann unverständlich formuliert, das musst du sagen. Das weiß ich nicht. Das müsstest du ihn fragen. Ich meine, er hat so formuliert, wie er formuliert hat. Das ist einfach jetzt ein Umstand, mit dem wir zurechtkommen müssen. Und drüber. Er wurde mal gefragt, warum er das macht. Warum auch als er sich noch beweisen musste, hat er noch gut formuliert, und je später, je etablierter er war, desto weniger hat er sich angestrengt. Und da hat er mal gesagt, die Soziologie ist die Disziplin des zweiten Blicks, und er könnte doch erwarten von einem Studierenden der Soziologie, dass er zweimal hinschaut und sich das zweimal durchliest. Aber das würde ich nicht zählen lassen. Ja, nee, aber Ja gut, es geht ja auch nicht um Luhmann. genau, es geht hier um Bourdieu. Ja, und da kam jetzt die nächste Frage, die wir mal diskutieren können, nämlich hat der Prof gefragt, die Studierenden, dürfen wir Bourdieu Großtheoretiker nennen, das heißt einer, der den großen Gesellschaftsentwurf macht, Klar dürfen wir das, der hält uns auf. Moment, ja, obwohl er das immer Zeit seines Lebens ablehnte und sagte, alle haben mich falsch verstanden, dürfen wir es trotzdem? Ja, klar dürfen wir das, wenn wir uns aufhalten. Ja, aber das ist doch das ist ja voll Sozialwissenschaftsdarwinismus. Ich kann interpretieren, was mich nicht aufhält. Ja. Das ist, weil wir nennen ihn Großtheoretiker, weil wir es können. Ich meine, es mag ja so sein, dass das Bourdieu sich nie so gesehen hat. Vielleicht hat er sich aber auch selber so gesehen und es einfach nur nicht gesagt. Kann ja auch sein, wer weiß das schon. Und Ja. ich weiß gar nicht, wenn, also dafür kenne ich die Schriften Bourdieus zu Ja, wenig, aber um. nehmen mal an, er hätte das tatsächlich so gesagt.
Ja, und nehmen wir auch mal an, er hätte es auch tatsächlich Und so er hat es gemacht. so gemeint, ja. Denn, aber selbst dann, wenn das, was er geschrieben hat, in so in sich konsistent oder in einem hinreichenden Maße in sich konsistent ist, dass es zu so einer Großtheorie taugt, ja, dann ist doch unwichtig, ob der Autor der Meinung war, dass es dazu taugen würde oder nicht. Ja, sah der Professor auch so. Ich weiß gar nicht, ob es da welche gab, die das in Zweifel gezogen haben. Also er sagte, wenn wir die eigene Einschätzung des Autors immer zum Maßstab nehmen würden, zum Maßstab, dann würden wir immer nur nach dem Motto verfahren, was wollte uns der Dichter damit sagen, würden nur Textexegese Ja. betreiben. Und ich habe so mir gedacht, ein gutes Beispiel ist ja da auch die Kunst. Kennst du dieses Möbelstück, dieses Fontaine, dieses Klo, was so da liegt und als Kunst galt oder gilt, Ach so, von ja. Marcel Duchamp? Also Duchamp? diese Namen wusste ich nicht. Ich wusste nur, dass es dieses Das Klo eben Pissoir gab. hingestellt, gesagt, das ist Kunst. Da gab es ja auch, das war ja lange umstritten. Und am Ende landete es auf dem Müll. Es ist dann verschwunden, aber es ist ja leicht zu reproduzieren. Und das stellst du irgendwo hin und dann kannst du sagen, das ist keine Kunst. Er hat gesagt, das ist Kunst. Die Jury hat gesagt, das ist keine Kunst, aber die Kunstwelt hat es dann wieder gesagt, das ist Kunst. Und am Ende hat irgendwann jemand gesagt, kann weg. Aber jetzt stell dir vor, kommt einer und sagt, das ist keine Kunst, was ich mache. Eine Putzfrau baut irgendwas auf. Und die Kunstwelt sagt, nein, nein, das ist Kunst. Na klar, ist das dann Kunst. Und so ist es, wenn du eine Theorie machst, die alle Kriterien für eine Großtheorie erfüllt, dann sagen wir, tut uns leid, das hättest du dir eher überlegen müssen. Ja, das ist halt, also es wird halt durch den, würde ich sagen, durch den darüberliegenden, also auf der darüberliegenden Systemebene einfach entschieden, ne? Also Kunst, was Kunst ist, ja, was Kunst, halt Kunst ist das, was Kunst genannt wird, ne? Und halt nicht in dem Sinne, dass es beliebig ist, also dass jeder hingehen könnte und sagen könnte, ja, das ist jetzt Kunst, so, ich habe das jetzt gesagt und damit ist es jetzt Kunst, sondern das ist so ein allgemeines Verständnis darüber, oder also ein nicht allgemeines Verständnis, das ist der falsche Begriff, eine Übereinkunft, eine intuitive Übereinkunft darüber gibt, dass es Kunst wäre oder nicht. Und das, Kunst Common Sense, wenn man so genau. will. Und der kann auch nur von Menschen gefasst werden, die dann halt sich auch irgendwie in diesen Systemen bewegen. Das bedeutet, von diesem System auch referenziert werden als solche. Und ich denke, ähnlich ist es dann auch in der Wissenschaft, dass natürlich ist es eine, gut, das ist jetzt natürlich die Lage ist natürlich ein bisschen anders, weil nicht zur Diskussion steht, ob das Wissenschaft wäre, was Bourdieu gemacht hat, sondern ob es eine ganz spezielle Form von Wissenschaft wäre, nämlich eine soziologische Großtheorie. Aber natürlich, wenn sie als Großtheorie behandelt wird, und das ist ja nicht, weil der Menschen hingehen und sagen, ja, mir ist langweilig, heute behandle ich Bourdieu mal als Großtheorie, sondern dass die Konstruktion oder das, wie etwas erscheinen muss, damit es als Großtheorie behandelt wird in diesem System, dass das derart ist, dass Bourdieus Theorie dort als Großtheorie behandelt wird. Ja. Und dann wird es halt so, und dann ist es faktisch so, dass es so behandelt wird. Und das ist keine Entscheidung, die irgendwie einzelne Personen treffen. Und es könnte sich auch jemand tatsächlich hingehen und sagen, ja, das ist eine Großtheorie, irgendwie, keine Ahnung, da hat jemand einen Einkaufszettel an den Kühlschrank gepinnt und da kommt jetzt jemand an und sagt, oh, das ist eine soziologische Großtheorie, was da auf dem Zettel steht. Und damit wird er keinen Erfolg haben. Das wird niemand als Großtheorie behandeln. Und deswegen, oder es ist halt eben nicht abhängig von einem Einzelurteil oder so, sondern es scheinen halt da denn immer so diese, dass es halt in der, auf der systemischen Ebene dazu gewisse Identitäten gibt, beziehungsweise also vielleicht als Strukturmuster, an die dann angeknüpft wird. Und wenn das Vorliegende diese halt dafür die Anknüpfungspunkte bietet, dann wird daran in entsprechender Weise angeknüpft, ob das der Autor jetzt will oder nicht. Also, ich frage mich da noch immer, sind diese Diskussionen Nutzer? Also, ob jetzt Großtheorie oder nicht. Ist ja Ja. so.
Ist ja Ja, ist eine. umgedreht, könnte ich verstehen, wenn er sagt, ich habe eine Großtheorie und jeder sagt, das ist es keine, dass da gestritten wird. Aber wenn jemand sagt, das ist keine und doch, dass du bist ja ein Großtheoretiker. Groß meint ja jetzt hier auch nicht mit Großtheorie jetzt nicht unbedingt eine Anerkennung, oder? Das ist ja jetzt nicht so Nee, ein Großmeister, das ist halt eine sondern Frage du hast halt eine große, der ja. Anwendung, ne? Ja, und dann der letzte Block, da haben wir behandelt den Bourdieu als Intellektuellen. Er war, zu deiner Information, nicht vergessen, du musst das ja dir einprägen, weil du warst nicht da. Er war Anti-Elfenbein, das war ihm ein Graus, da im wie Luhmann im Elfenbein zu sitzen, im Elfenbeinturm und nur zu beobachten. Und ganz wichtig für ihn war, Sozialwissenschaft dürfe kein Herrschaftswissen sein. Also es darf nicht zur Herrschaft dienen. Und als Beispiel hat er genannt, also nicht Bourdieu, sondern der Prof, Hartz IV. Ja, als Hartz IV eingeführt wurde, gab es viele Soziologen, die nur erklärten, dass es anders nicht geht. Und das wäre dem Bourdieu ein absoluter Graus. Und eigentlich, ja, ne, ein Soziologe, der den Begriff alternativlos verwendet, der müsste eigentlich seinen Abschluss abgeben. Ja, das auf jeden Fall. Nur ich frage mich, geht das im Beruf? Also, solange du Soziologe als akademischen Beruf hast, okay, aber wenn du so wie ich irgendwann aus der Soziologie rausgehst und gehst dann in Jobs, wo du empirische Forschung machst, wo du auch in der Verwaltung arbeitest, dann Ich weiß nimmst nicht. du doch dein Wissen quasi für die Stabilisierung der Herrschaft in Anspruch. Ja, aber ist denn halt die Frage, also kann man auch fragen, es wäre eine Frage jetzt an Wo sage dich. ich nein, sage ich ihn nicht. Bourdieu erlaubt mir das nicht. Fühlst du das, also das geht ja jetzt nicht um das, denn nicht unbedingt um die Anwendung von Techniken, sondern würdest du dich selber in dein, wenn du jetzt sagst, du bist ja in der Hochschulverwaltung tätig, nimmst du dich selber noch als Soziologen, das heißt als Wissenschaftler wahr? Also meine Stelle war ursprünglich als wissenschaftliche Mitarbeiterstelle ausgeschrieben, wurde dann zu einer Verwaltungsstelle Ah, nicht auf gemacht. Formalia, nicht auf Formalia ausweichen. Ah ja, okay. Also nein, aber ich wende Wissenschaft, also ich gucke ja, ob die Studierenden also ihr Studium ordentlich durchziehen und muss da Konzepte schreiben, wie man das erfasst. Aber da, ja, da nehme Aber ich ja. wenn du dich Da dann selber wende ich nicht. doch sozialwissenschaftliches Wissen aber an. Ja, aber wenn du dich dabei selber nicht als Wissenschaftler wahrnimmst, dann scheint es doch so zu sein, und ich will das ja gar nicht bewerten, aber es scheint doch so zu sein, dass dann halt nämlich an der Ausübung, also an der Tätigkeit des Sozialwissenschaftlers, was Bourdieu nennt, mehr hintersteckt als nur die Anwendung von irgendwelchen Techniken oder Methoden, die dann auch in der Wissenschaft Anwendung finden. Und dann müsste man wahrscheinlich jetzt fragen, wie genau meint er das? Ja, Und müsste ich jetzt. was ist sein Begriff des Sozialwissenschaftlers? Ja. Der Platz der Soziologen ist auf der Seite der kleinen Leute, habe ich mir noch notiert. Aha. Das wäre ja bei mir. Mein Platz ist auf der Seite der kleinen Studierenden. Dann. Das ist so ein irgendwie so ein gutsherrlicher Begriff, der kleine Leute, so das. Ja, ne? Das weiß ich auch nicht, ob er das so formuliert hat, dann müssen wir noch mal gucken. Und wir müssten dann auch gucken, ob das im Französischen diese Gutsherrlichkeit tatsächlich auch also so zu übersetzen ist, ob das da mitschwingt. Ne? Und ein Punkt, wir kommen dann langsam zum Ende, glaube ich, wenn ich auf die Uhr gucke. Ein Punkt war noch was, da sagte der Prof, jeder muss selbst entscheiden, als Sozialwissenschaftler, als Dozent an der Uni, ob er werturteilsfrei oder solidarische Soziologie betreiben wolle. Ne? Das war nochmal so ein Punkt. Luhmann, werturteilsfrei, neutral, nicht eingreifend und Bourdieu, ja, Anwalt der Kleinen in der Soziologie. Und das müsste jeder selber machen, da könnte er es nicht vorschreiben. Und da kam mir, wollte ich Einspruch rufen, aber dann klingelte es zur Pause und dann bin ich rausgerannt, wie man das halt macht. Und da kam mir der Gedanke, ja, aber Luhmann und Bourdieu waren ja auch Profs
Und die haben ja Stellung bezogen. Die haben ja gesagt, so sieht, macht man, Luhmann sagte, neutral verhält man sich. Und Bourdieu, nein, nicht. Und der Prof hat gesagt, muss jeder selbst entscheiden. Das ist ja ein Ausweichen. Ja, vor allen Dingen, Da sind wir ja wieder in dem Diskurs, den wir mal hatten, in der auch dieser immer, Folge mit der Autorität, der auch nämlich immer wieder zu Vorschein tritt, aber bei so vielen Themen, das ist wir müssen unglaublich. die Frau sagen, wir haben die zu Unrecht, ob diese Folge jetzt hier ausgestrahlt wird, nachdem wir sie mal im Gespräch haben oder nicht, weiß nicht, aber offenbar haben wir sie in manchen Punkten zu Unrecht ihren Artikel zerfleddert. Da Absolut. müssen Sie noch mal als Revanche einladen, unbedingt. Aber ja, Es aber ob das zieht sich jetzt. durch alles durch. Aber ob das wirklich jetzt nur Ausweichen war des Profs oder ob das genau das Richtige ist, ich glaube, das muss jeder selber entscheiden, denn die halbe Stunde ist jetzt vorbei und damit verlassen wir diese Folge. So, genau. So, du gehst heute ins Kino, ich auch. Genau, das tun wir. Das tun wir. Und deshalb In ein. keine Überziehung hier. Ja. Bis nachher. Bis nachher. Und ihr bis in einer Woche. So ist es. Tschüss. Thank you.